So, willkommen zurück zu Batman Arkham Asylum. So als kleinen Running Gag habe ich mal wieder angekündigt, wenn die nächste Recording Session startete. Weil wir haben vielleicht durchgebaut, vielleicht habe ich mich mal dem Material vom letzten Mal dazu entschieden, ein Hour of the Power mal wieder zu machen, ich weiß es nicht. Was ist jetzt gerade, Astral Harley Quinns Spur folgen? Wir haben uns um den Generator gekümmert, genau. Von da bin ich ja gekommen. Dann müssen wir uns noch etwas zurückbequemen. Gibt es hier ein Fragezeichen? Nein. Na, du bist aber hartnäckig, Bats. Immer einen Schritt voraus. Moment, ich bin in die falsche Richtung gelaufen oder nicht? Nee. Es dauert nicht lange, bis ich eine Armee von Titanmonstern befehlige. Stellt euch nur vor, wie ich durch die Straßen getragen werde und über die Leichen der unschuldigen Bürger schweige. Es wird herrlich werden. Ich kann's nicht erwarten. Der Joker, ey. Was? Der Redcatcher brauchte mehr als seinen Charme? Oder sowas in der Art? Mal gucken. Oh, zwei Rätsel hier. Der Redcatcher brauchte mehr als seinen Charme, um seine Armee anzuführen. Der Redcatcher brauchte drei Rätsel sogar! Sieht aus, als ob die königlichen Pferde alle königlichen Gefolgsleute niedergetrampelt hätten und ist das Anerkennung dafür, was ein Volk der Hund zurückgelassen hat. Ich will die Rätsel eigentlich versuchen, ohne die Hilfe von der Riddler-Karte zu machen, wo ich nach denen suchen soll. Aber wenn ich überhaupt keine Ahnung habe, dann muss ich natürlich mal gucken. Der Redcatcher. Ich will nur etwas schnell wissen, das hier zählt alles als gefluteter Korridor, also... Oh, Hilfe. Habe ich also genug Möglichkeiten, wo ich suchen kann. Denn da die Statuen mir da nichts bringen, lassen wir sie in Ruhe. Gehen wir erstmal hier mitten durch die Wand. Und der Joker hat mal wieder freundlicherweise die Tür weggesprengt. Er liebt es, wenn es einfach Knall macht. So, jetzt gehen wir erstmal hier hin. Ich meine nämlich, hier finden wir irgendwo eine... Moment, wo lande ich? Da lande ich da unten. Da will ich jetzt hin? Will ich jetzt hin. Mir gibt es auf jeden Fall einiges noch zu holen. Wir werden wahrscheinlich überhaupt jetzt erst, wenn ich vorankomme, ganz viele Trophys geholt haben. Bin ich irgendwie schon so ziemlich sicher. Sprengen wir den Mist mal weg. Ja, oder bin ich zu früh hier unten? Ich glaube, hier sollte ich noch gar nicht sein. Wo bin ich hier zum Teufel? Ich kenne diesen Ort gar nicht. Aber irgendwer singt hier. Ich war wirklich noch nie hier. Glaube ich. Also an diesen Ort kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Schauen wir mal nach, was da... Kann ich mich jetzt mal da hochziehen wieder? Wahrscheinlich nicht. Okay, hier soll ich nach einem... Ah, unter mir ist ein Fragezeichen. Ich kannte diesen Bereich echt nicht, also das ist schon mal interessant. So, das mit dem Winkel wahrscheinlich wird wieder gemeint sein. Ja, hier komme ich nicht rein, okay. Dass ich nach einem Fragezeichen Ausschau halten muss. Was labert der Joker da? Wer auch immer hier rumsinkt gerade. Ah, hier komme ich rein. Na, geht's mal rein. Bats. Hier ist auf jeden Fall eine Riddler-Trophäe.
Wie gesagt, wir kommen jetzt gerade halt zu den Rätseln, die ich definitiv nie gemacht habe. Und ich gebe zu, ich hätte es schon, obwohl ich eigentlich Batman Arkham Asylum mag und auch City, ich hätte ruhig mal... Was? Ich hätte schon längst eigentlich diese Rätsel mal selber privat machen können bei meinem eigenen Spielchen. Aber sind wir mal ehrlich, ich war eine faule Sau. Deswegen dürft ihr unter dem Video hier schreiben, du bist eine faule Sau. Einfach mal vor der Lulz. Ich erlaube euch mal, mir eine kleine Beleidigung reinzudrücken. Das ist doch was. So. Dass das da unten zu finden war, habe ich. Kann ich auf diesen. Hier oben drauf rumlaufen? Gibt's da was? Halt, da fällt er wieder runter. Aber irgendwas müsste da sein. Moment. Nein! Geh mal hier hoch. Nee. Das sieht immer so geil aus im Röntgenblick quasi. Batmans Augen. Hoffentlich habe ich mich jetzt nicht so verfranst, dass ich hier nicht mehr rauskomme. Boah, nee, das sieht eigentlich gut aus. Ich muss irgendetwas von einem bestimmten Winkel aus betrachten. Gut, denn da ich den Raum nicht kenne, sei es mir mal verziehen, wenn ich hier nachgucke. Also das ist... Da drüben ist was. Ha, da oben. Gut, da komme ich jetzt nicht ran. Dann erstmal darüber, ja? Da muss doch noch was sein, das ist da an der Seite und so. Okay, gewagte Kletterpartie. Fuck! Nein! Schon mal von der Seite ausprobieren. Weil ich da ja nicht einfach so ohne weiteres mich hochziehen kann. Sonst bricht alles zusammen. Ich habe gerade hier an dieser Stelle... Irgendwie sorgt diese Stelle in dem Spiel hier gerade... So, hier kann ich gar nicht hoch. Hm? Was war das denn? Genau. Das bricht alles zusammen, wenn er sich dann hochzieht. Das kennen wir doch von weiter unten von der Kanalisation. Es ist nicht sicher, den Enterhaken zu benutzen. Ich muss hochklettern. Er sagt, es ist nicht sicher, den Enterhaken zu benutzen, aber im Untertitel steht, Grapple benutzen. Na, egal. Okay, wir versuchen das jetzt nochmal. Ah, geht doch. Sonst hätte ich etwas anderes angewendet. Ah, hier ist ein Teil von einem Fragezeichen. Nur ist die Frage, wo ist der Rest? Weiter oben vielleicht, aber komme ich da weiter hoch? Was zum Teufel? Noch eine Option. Wenn Joker diese Monster erschafft, hat er die Formel noch nicht perfektioniert. Ich muss mich beachten. Ah, das wäre also eine Art Easter Egg. Den hatte ich auch noch nie gesehen. Hab mich schon gewundert, wo Jokers Gesingsang herkommt. Ah, darüber müsste ich springen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich das schaffe, weil mir noch ein wichtiges Upgrade fehlt. Das würde ich eigentlich rein theoretisch jetzt schon gleich kriegen. Dann springt Betsy hier runter. Dann können wir also wahrscheinlich das jetzt noch gar nicht machen und ich brauche Zugang zu einem höheren Punkt. Ja, von irgendwo weiter oben müsste man hier hinkommen. Obwohl, wir können ja was probieren. Nee. Definitiv nicht. Und wir hören auf jeden Fall im Hintergrund, wie Joker gerade seine Männer quält. Okay, mal interessant, auch wenn ich jetzt Zeit verblömmert habe, so einen Raum zu entdecken. Der Ratcatcher brauchte mehr als seine Charme, seine... Oh, komm ich? Hilf mir! Ich komme hier raus. Normalerweise wäre ich hier durchgegangen und da hinten ist auch noch was.
antworte ihm! Jetzt gehen wir halt erstmal hier aus, dann gucken wir später nochmal, wenn wir zurückgehen. Ich hab dir gesagt. Nee! Da war Weihnachtsmann! Guck hin! Deswegen ist auch. Ach Mist. Schön absolviert. Was ist mit dir los? Geht's dir gut? Sehe ich gut aus? Sie wollten mich töten. Wir versteckten uns gerade im Vogelhaus. Und dann kamen sie mit Joker rein, schossen um sich und verfrachteten uns in Käfige. Sind sie immer noch drin? Keiner ist seitdem rausgekommen. Du musst ihnen helfen. Bleib hier. Ha! Da komme ich jetzt eh nicht hin. Aber warte mal. Wo wäre der Weg gewesen, von wo ich gekommen wäre ursprünglich? Auch nicht da? Schon von hier irgendwo, gell? Hier, das ist der Weg, ne? Ja. Gut, dann gehen wir erstmal ein Stückchen zurück. So, Ratcatcher, das war, glaube ich, das hier. Ach ne, sieht aus, als ob königliche Pferde in dir getrommelt haben. Genau, das ist Humpty Dumpty. Wieder mal ein Charakter aus Alice im Wunderland. Moment. Wie kam ich hier durch? Wie wäre ich ursprünglich hier durchgekommen? Ich weiß es gar nicht mehr. Hallo? Bats? Oh nein! Ich hab das... Das darf nicht wahr sein. Scheiße, ich hab das Spiel geglitscht. Ja, ich muss mal... Das gibt's nicht. Ich komm nicht weiter. Bats, beweg dich nicht weg. Ich hab das Spiel geglitscht. Bats, beweg dich doch weiter. Okay. Da muss ich mal ganz kurz Spielstand laden vom letzten Kontrollpunkt. Jetzt bin ich ja gespannt, was die als meinen letzten Kontrollpunkt wählen. Ah, was war denn das für ein Mist? So hatte ich das aber nicht beabsichtigt. Hm, da bin ich wieder hier. Ich will mal was probieren, ob ich darüber nicht auch zurückkomme irgendwie. Müsste doch eigentlich rein theoretisch auch möglich sein. Von dem ganzen Hin- und Her-Gejumpe, dass ich dahin wieder zurückkehren kann. Wo ich hergekommen bin. Wir versuchen das mal. Da frage ich mich, da ist wahrscheinlich das Fragezeichen irgendwo da oben. Oder da seitlich zu sehen, das könnte auch sein. Machen wir erstmal das hier nochmal. Ich habe keinen blassen Schimmer gerade, woher dieses Fragezeichen da später kommt. Egal, wir werden es noch rausfinden. So. Tatsächlich käme ich hier also rein theoretisch wieder raus. Dann gehe ich mal hier raus. Jetzt gehen wir mal den offiziellen Weg, der vorgesehen war. Da entdeckt er mitten im Let's Play neue Wege und dann glitscht er. Alles zusammen. Auch nicht schlecht. So, gehen wir erstmal hier lang. Was zum Teufel sind das für Pilze? Hier gab es die Riddler-Trophäe auf jeden Fall. So, da hatten wir eben noch die Generatorleitung. Moment, war hier nicht noch irgendwo eins? Hier irgendwo soll noch eine Trophäe sein. Hä? 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 Nee, dann ist hier. Dann bin ich hier irgendwo falsch. Also egal, die finden wir auch noch. Früher oder später. Ich hab ja gesagt, wir holen das her. Noch alles nach. Jetzt bin ich ganz wieder rausgelaufen. Das war natürlich auch eine Heldenleistung. Hm,
Moment. Ach so, dann hätte ich diesen Raum dann doch nehmen müssen. Wieso war der mir jetzt nicht vertraut? Ja. Seltsam. Egal, jetzt waren wir schon mal hier, jetzt gehen wir da auch durch. Ja. Joker lässt da noch einen runterfallen. Also er ist noch am Experimentieren, wie wir sehen können. Scheint ihm ja nicht so zu glücken bisher. Ja, jetzt ist die Frage, wo ist denn dieses Fragezeichen dahinter, was mir noch fehlt? Hast du was gesehen? Nee, ich dachte, ich hätte schon... Ich kriege hier schon Hallus. Ha. Und dieses Rätsel werde ich mich auf jeden Fall noch kümmern müssen. Aber jetzt nicht. Genin Kirby macht wieder mal nur Mist. Ah ja. Weil ich das hier neu laden musste, haben wir es jetzt zu diesem Zustand. Und tschüss. Do a better rule. Ist aber geflogen. Sehr schön. Erheb dich mal ein bisschen schneller, Kollege. So, das können wir jetzt skippen. Hey. Nur skippen, nur skippen. Okay. So, jetzt nochmal der Orientierungshalber. Ich soll da hoch. Und da lang kann ich noch nicht. Gut. Ah, ein Tonbandgerät. Über Poison Ivy. Moment, Moment, Moment. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Mad Dog, my dear wife. Ist das die Anerkennung, was ein verrückter Hund zurückgelassen hat? War hier sonst was? Nee. Gut. Ab geht's. Stealthy time. Hilf mir! Hilfe! Holt mich heraus! Hör zu! Die Fledermaus kommt! Wenn du sie siehst, schick die nervenden Ärzte zur Hölle! So heißt doch das Ding da unten, oder? Ja, mit denen geht's bergab. Gut, und denk dran, wenn du hörst, dass eine Manschette Alarm auslöst, ist Batman hier. Jokers Männer tragen alle Sicherheitsbänder. Ich muss zuerst den ausschalten, der sie bedient. Ja, das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Wir müssen da hoch den da erst ausschalten, bevor wir uns um die hier kümmern. Wir dürfen keinen leer machen und noch nicht gesehen werden. Jetzt lauf halt mal weiter, du Idiot. Der Kunde muss jetzt hierher schauen, ja? Okay. Und hopp. Er hat keine Chance, keine Chance. So. Kurz. Detective Mode. Wir müssen darüber gelangen. Solange der Typ da rüber schaut, habe ich ein Problem. Ach, egal. Wir gehen mal aufs Ganze. Ah, Tonband. Batman ist so gut wie tot. Das denkst aber nur du. So. Wir müssen es eigentlich geschickt anstellen, um darüber zu fliegen. Da hinzukommen. Jetzt. So, jetzt muss ich nur da hoch.
Und den haben wir ausgenockt. Die Hauptbedrohung habe ich ausgeschaltet, aber die Geiseln sind immer noch in Gefahr. Jetzt werfen wir erstmal den Remote Batarang. Was zum... Shit. Okay, lenken wir ab davon. Ich brauche ein bisschen Luft, um mich hier zu verstecken. Wir gehen jetzt hier durch. Das wäre natürlich die Alternativmöglichkeit gewesen. So, der ballert da hinten auf den Schallbatarang. Das ist schon mal gut. Und wir gehen jetzt hier lang weiter erstmal. Hopp. Was war hier? Ah doch, da oben, genau. Genau, man hätte sich auch rein theoretisch zu diesem Vorsprung hier durcharbeiten können. Und dann von hier oben den Heini auszuschalten, aber ich habe den direkt gewählt. So, machen wir noch den Joker-Zahn kaputt. Jetzt bereiten wir eine Überraschung vor. Ich könnte natürlich jetzt auch runtergehen, die einzeln ausschalten, aber ich finde das hier gerade lustiger. Zumal ich mir gleich wieder den Schallbatarang leisten kann. Ich will nur gucken, dass ich richtig ziele und Batman richtig wirft, ohne dass der Schallbatarang hier irgendwo hängen bleibt. Dann lasst uns mal beginnen mit der Show. Bin ich mal gespannt, wann er herkommt. Ja. La 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 la. Komm ruhig hoch. Dass sie das immer nicht ausschaltet. So, wir gehen jetzt mal woanders lang. Während die da rummachen. Also Alternativweg wäre gewesen, man arbeitet sich zu diesem Gang durch. Verdammt, ich wollte den eigentlich vom Vorsprung her ausschalten. Mir jetzt gerade nicht so geglückt. Sei still und sucht weiter. Lass ihn hier, schwärm aus und finde die Fledermaus. Kann die aber auch mit dem Batarang jetzt verarschen, rein theoretisch. Okay, machen wir es anders. Wie wäre es mit einem ferngesteuerten Batarang? Mit dem kann man übrigens ein Achievement. Jetzt muss ich nur schnell darüber und den ausschalten. Bats! Nein! Mit dem kann man übrigens ein Achievement bzw. eine Trophy erlangen. Toll, jetzt bin ich hier drüben gelandet. Natürlich auch. Ja, wenn man den Batarang fängt, wenn man ihn steuert und einmal zu Bats lenkt, dann kann man einen Trophy bzw. einen Achievement bekommen. Oder eine Errungenschaft hat, wenn er es auf 7 spielt.
Hier haben wir jetzt erstmal die zwei Spiels freigeschaltet. In den Vogelkäfigen. Joker wollte, dass der Eingang zur Titan-Produktionsstätte bewacht wird. Ich sollte Harleys Spur folgen, sodass ich ihn finden kann. Wir können aber auch das mal kurz demonstrieren. Das wäre dann ungefähr so. Ah, hier ist jetzt nicht so viel Platz. Aber das Ganze einfach zu Bats zurücklenken, der fängt dann automatisch. So, jetzt zeige ich noch den Alternativweg. Man hätte auch hier oben herumgehen können. Ist wichtig später für die Challenges. Dann wäre man quasi... Man hätte sich halt an den ersten beiden da vorbeischleichen müssen. Dann kann man zum Beispiel hier auch durchgehen. Oder oben rum. Was ich eben gezeigt habe. So, aber hier war, glaube ich, auch noch ein Rätsel, oder? Also sogar drei. War da auch ein... Ja... Und zwar, es gibt einen Schrank im Garten, also nimm stattdessen jemand das Dach. Hm, komisch. Kommen wir vielleicht noch. Super. Da müssen wir erstmal Jokers Gas loswerden. Damit wir hier auch rauskommen. Hm. Da war's doch. Wie ich das immer hasse, ey. Ah, da. Ich muss einfach nur ein bisschen auch auf diese blauen Balken da oben achten. Wie ich ja schon... Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig erklärt hatte schon mal davor. Oh, da haben wir's. Weil ansonsten ist es nämlich etwas zu knapp, um hier rauszukommen. Komm, ah, da haben wir auch eine Wand, durch die wir müssen. Durch die Wand! Das ist ja alle erhand. Ja, denn sonst werden wir nämlich von Jokers Giftgas niedergestreckt. Jetzt gehen wir erstmal da runter zu den zwei Heinis und dann gucke ich mir noch die Rätsel an. Insofern ich sie lösen kann. Tut mir leid. Ich dachte, ich arbeite für Dr. Young. Ich arbeite hier. Ich wusste nicht, dass Joker dahinter steckt, bis er ins Labor platzte. So, wo sollen die sein? Jemand geht durchs Dach. Aha. Ah, Killermod. Okay, die Killermotte. Hat sich aber in den Pflanzen hier verfangen und ist draufgegangen. Da ganz oben hätte ich auch hingekonnt. Ist ja interessant zu sehen. Diesen Weg kannte ich jetzt auch nicht. Jetzt schauen wir uns den auch mal an. Da ist vielleicht irgendwo eine Trophäe versteckt. Das hätte man dann eher so gelöst, like a boss. So im E.C. Hischel-Style. Ist ja interessant. Das wäre also der optimale Weg außen herum gewesen. Aber gut, meine Variation, die ich immer verwendet habe, das war die, die ich hier gezeigt habe, die ich eigentlich am liebsten verwende, ist die kürzeste Fassung. Dann hätte ich lediglich vom Start also nur hier vorgemusst und an dem Ganzen vorbei. Hey. Okay. Jetzt müssen wir aber mal schauen. Wahrscheinlich ist da oben noch was anischt. Ist halt nur die Frage, ob ich da jetzt auch so hinkomme. Da ist nichts. Da komme ich auch nicht hoch. Das könnte aber auch im Raum dahinter schon sein. Weil so wie es aussieht, ist ja nicht direkt in der Kontur vorhanden. Sieh mal, wer unser Geheimlabor entdeckt hat. Da du schon so weit gekommen bist, zeige ich dir, was ich gewünscht habe. Du kranke Sau, Joker. Aber sowas von. Na, Licke, da kommt die Wirbelsäule durch. Wer hat Appetit auf ein gesundes Steak? So, wieder Bane-Kampf, jetzt mit zwei und dann kommen noch andere dazu. Deswegen muss ich aufpassen, dass ich die allzu lappig anstelle.
konnte ihn nicht mehr erwischen, aber den da. Lauf doch weg! Am besten ist eigentlich, wenn die sich selber verprügeln. Au! Au, fuck. Ich häng fest! Das hasse ich bei Titanenkämpfen immer. Och man, muss das sein? Muss das sein? Schmeiß dich hier mit dem Personal. Ich hab gesagt, du sollst dich mit dem Personal schmeißen. Geh mit dem Pflegeleister um. Au! So, das wollte ich doch. Titan-Rodeo. Komm schon, hau den. Das ist, in Arkham City ist das ein bisschen besser gelöst. Aber so geht's doch. Ich bearbeite dich. Ich geb dir so Tannenbeulerei und ich mach dich Faust. Weg! Au! So, jetzt können wir nochmal weiterhauen. Da ich ja jetzt schon den Combo-Boost habe, sieht das Ganze doch schon besser aus. Man sieht richtig, wo hier die Titanenproduktion landet. Outback! Holy Macaroni! Lass mir nur nicht dazu kommen, nachzuschlagen. Gibt's schon Nachschlag? Der war schlecht, ich weiß. So. Na komm schon, einer von euch muss dann verblassen! Okay. Der ist gleich fertig. Aber sowas von mit den Nerven. Und Kladderadatsch! Den haben wir schon gut bearbeitet, den Typ. Und Matrix! Ninja Batman! Jump! What? Was? Holy shit! Hauptsache destruktiv, habe ich immer gesagt. Der hat alles kaputt gemacht. Au! Wow, der war etwas sehr knapp. Der Kunde, ey, haut er die ganze Titanproduktion zusammen. Und Salto Montale! Das ist für dich fatale! Fuck, ich hab zwar eben ganz schön eingesteckt, aber so ging's auch. Jetzt wird wieder mit Oracle gequatscht, gleich. Oracle, ich hab die Titan-Produktionsstätte zerstört, aber Joker ist mit genug Titan entkommen, um uns Probleme zu bereiten. Genau, wenn man denkt, dass es nicht schlimmer kommen kann. Sie haben eine Venom-Pflanzenhybride benutzt, um den Titanstamm zu erschaffen. Die Pflanze ist der Schlüssel und es gibt nur einen auf Arkham Island, der mir helfen kann. Wieso denkst du, dass Ivy dir helfen wird? Wenn ihre Pflanzen in Gefahr sind, hört sie zu. Ich habe eine Probe ihrer Pheromonmerkmale gespeichert. Sie wird irgendwo im Garten sein. Ich finde sie. Okay. Doch vorher kümmern wir uns um ein Upgrade. Jetzt kümmere ich mich erstmal um die Kampf-Upgrades, bevor wir ein paar Stealth-Upgrades kaufen. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Der Combo-Batterang. Und die kritische Combo. Wir machen erstmal den Crit-Combo-Verdoppler. Weil habt ihr eben den leckeren EP-Batzen gesehen, 2000 EP. Rund 2000. Dadurch kriegen wir später auch noch ein bisschen mehr. Je besser unsere Combo ist, desto besser unser Free-Flow, desto besser unsere EP-Auszahlung und unser EP-Bonus am Ende. Nach einem Gemächt. Gefecht! Der war gut, der Versprecher. Nach einem Gemächt, ja. Wieder mal, da sind wir wieder bei der Theorie, Batman wäre schwul. Über diese Schlucht zu kommen. So. Jetzt kalibrieren wir erstmal wieder. Nein, wir kalibrieren nichts. Jetzt gibt es erstmal ein Upgrade. Ein neues Accessoire. Das ist wunderbar. Mitten durch das Glas. Anstatt dass ich Bats von seinem eigenen Zeugs hier herumkutschieren lässt. Nein! Das ist
ist ja nicht stylisch genug. Deswegen, mit einem pompösen Auftritt müssen wir uns das nächste Upgrade holen. Der Line Launcher! Darauf habe ich schon die ganze Zeit gewartet, auch für die Rätsel. Jetzt sollte ich sie im Prinzip eigentlich alle lösen können. Ah ne, ein Upgrade fehlt noch, ein allerletztes, mit dem ich rissige Wände einreißen kann. Aber ansonsten haben wir das Wichtige beisammen. So, beim Line Launcher muss ich halt, für die, die es interessiert, kann ich den nur abfeuern, wenn ich zwei gelbe Pfeile habe, also oben und unten, und dann sieht das halt so aus, dann kann man aber auch vorzeitig runter. Aber gut. Jetzt jumpen wir erstmal nicht darüber. Und zwar dort haben wir noch was versteckt. Und dort. Schießen wir uns erstmal dahin. Ist halt nur wichtig, dass ich nicht irgendwo mal hängen bleibe versehentlich. Oh, was machst du denn? Das war so nicht beabsichtigt. Ganz und gar nicht, Betz. So, mal gucken. Ich glaube, da komme ich jetzt nicht rein. Okay, okay, da muss man später wieder kommen, um die Chronik Arkhams zu holen, die dahinter liegt. Ich meine, verdammte Trick aber auch. Was soll denn der Twist hier? Jetzt kann ich Ivy finden. So. Wir finden Ivy dort, wo diese Prozente hier bei mir drastischer zunehmen. Aber im Prinzip ist es eigentlich schon so gut wie klar, wo wir lang müssen, dieser eine Gang, den ich da gezeigt habe, bei dem ich nicht weiter kam. Und du bleibst schon wieder irgendwie hängen, Bits. Das ist auch wieder super. Der Redcatcher. Das kann ich jetzt wahrscheinlich erst lösen, zwar von einer anderen Position aus, aber egal. Dann könnte ich rein theoretisch hier auch in die Kanalisation zurückkriechen und das versuchen, aber machen wir noch. Kommen wir so oder so später mal zurück. Ich musste mal ganz kurz gucken, ob das Redcatcher-Ding nicht hier bei den Bänken war. Nein, dann war es woanders. Warning, keep out. Und wir jumpen eben mal flugs darüber. Juhu! Indiana Jones Style. Drei Joker-Zähne. Hopp. Und die Riddler-Trophäe. Das mit dem Redcatcher habe ich jetzt noch nicht. Egal, wir gehen jetzt mal hier rein. Ich bin jetzt hier. Meine armen Lieblinge. Ja, ich weiß, er hat uns gefunden. Aber ich lasse nicht zu, dass er euch verletzt. Ich werde ihn vorher töten. Ivy, ich weiß, Dr. Young hat diese Pflanzen mutieren lassen, um Venom zu produzieren. Ja, und mir ist zu Ohren gekommen, dass die fiese Frau den Preis dafür bezahlt hat. Du musst mir dabei helfen, ein Gegenmittel herzustellen. Wieso sollte ich? Lass Joker seinen Spaß haben. Ich genieße es zu sehen, wie du dich vor Schmerzen windest. Du warst zu lange in der Dunkelheit. Jeder Pflanze auf der Insel wird das Gleiche passieren, wenn du nicht kooperierst. Es gibt eine Pflanze, die verborgen auf Arkham Island wächst. Nur sie kann mit der Wirkung des Titanstamms fertig werden. Wo kann ich sie finden? Im Versteck dieses Mörders Croc. Du hast nicht gedacht, dass es einfach wird, oder? Geh in deine Zelle, oder du bist als Nächster dran. Ich werde warten. TikTok auf zu Killer Croc. Ah, das Krokodile. Oracle, ich muss einen Weg in Killer Crocs Versteck finden. Es liegt unter Arkham Island. Im System steht nicht, wo er festgehalten wird. Ich habe eine Tür neben der Betthöhle gefunden, aber sie ist fest verschlossen. Es muss einen anderen Weg reingeben. Ich habe Aufseher Cash in der Villa gelassen. Mal sehen, ob ich über ihn rausfinde, wo Croc festgehalten wird. Gut. Aber bevor wir das machen... Ja, geh und spiel noch ein paar Stunden mit der Truppe. Der Boss hat auch keine Zeit für dich.
Nö, ich klopp jetzt euch mal. Ah, hat das geil angefangen gerade. Na, was ist los? Ein bisschen tanzen. La 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 la. Bumdi, du Homo Sapiens. Ja, stimmt das eigentlich? Ist ja ein Mensch. So. Feuerkabelmesser, Licht, sind für kleine Joker-Sprügelknabe nichts. Du bist tot, Batman. Nee, aber du fliegst, Fatman. Ach Mist! Guck doch mal, du hast meine Combo kaputt gemacht. Und Achtung! Ja! 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 Da war schon die Finishing-Animation. Ich sollte aufhören, das Spiel so oft zu glitschen. Das ist nicht gut. Wo war das Redcatcher? Irgendwo war das da. Hier mit dem Redcatcher. Ich weiß nur nicht mehr wo. Hier, in diesem Gang soll ich ja nachsehen. Da kam ich aber nicht durch, gell? Jetzt passe ich nur auf, dass ich da nicht wieder was zerglitsche. Angeben. Ich bin schon dran vorbei. Hä? Das habe ich doch. Ach so, Moment. Hier etwas? Hä? Moment, das habe ich doch schon. Rätsel gelöst. Ja. Ach so, das wurde nicht angenommen. I see, I see, I see. So, das heißt, dann ist das mit dem Redcatcher auch hier. Und da haben wir auch noch was. Dann gehen wir doch erstmal dahin zurück. Und dann gucke ich mal, ob ich nicht vielleicht jetzt durch diese Kanalisation durchkomme. Und da kamen wir. Ja, ich muss dadurch zurück. Dabei könnte ich ja dann jetzt mal versuchen, den Line-Launcher für diese diversen Rätselpassagen, wo ich mit der Höhe Probleme hatte, ob ich die jetzt alle nicht lösen kann. Mal gucken. Ich brauche eine höhere Startposition. Die andere Seite war ja auch höher, glaube ich, ne? Obwohl, schießen wir uns mal darüber. Ich bedauere nicht, dass du versuchst, meine Herausforderungen zu lösen. Du mich auch, Riddler. Okay, hopp. Das mit diesem Winkel, das ist... Vor allen Dingen, was für dich... Das ist wahrscheinlich der Kopf von dem Fragezeichen. Das heißt, der Rest ist da oben drauf irgendwo. Also, hier muss man jetzt schon... Ach so, Moment. Das habe ich vorhin ja gar nicht gesehen, dass ich das... Seil da hätte lösen können. Ha, schon sieht das Ganze doch besser aus. Hoppa! Oh nein, ey, wirklich. Wirklich, von so ein bisschen hast du dich abhalten lassen, Bats. Schäm dich. Du böse Fledermaus. Böse, böse Fledermaus, du. Schau dir die Rübe ein. Okay, jetzt weiß ich aber immerhin, wie ich hier hochklettern soll. Dann machen wir doch mal jetzt schnell diese vier Rätsel. Insofern da jetzt nicht noch so eine Bröselwand ist, die ich einreißen muss. Weil die ist jetzt mein einziges Problem. So, eigentlich müsste es doch machbar sein, darüber zu springen. Gigantimo! Geht doch. So, dass ich da natürlich nicht rüberspringen kann, ist klar. Da brauche ich den Line Launcher. Damit er sich da oben festhält, was er nicht getan hat. Diese Schwein. So nützt mir das hier nichts. Aber kürzen wir halt so ab. Ja. Okay, müssen wir das
nochmal machen mit dem darüber ziehen. Ich hab's jetzt gerade irgendwie mit dem Räuspern. Oder habe ich noch ein Seil übersehen? Nee, nicht, dass ich wüsste. Achso, ja doch, da ist noch eine Wand. Genau, die kann ich jetzt noch nicht machen. Aber das ist nur ein Rätsel. Ist wahrscheinlich nur dahinter irgendwas. Ah! Wir könnten auch alternativ sowas versuchen. Ja. Sehr schön, Bats. Jetzt müssen wir nur mal gucken, ob ich von hier oben aus das Fragezeichen. Okay. Das dürfte. Also. So, was fehlt jetzt noch? Irgendwo in der Ecke, was? Das ist dann wahrscheinlich der Ratcatcher. Wenn ich jetzt darüber jumpe, müsste er sich festhalten, genau. Er muss sich hier ordentlich hier verrenken. Ah! Dann ist der Ratcatcher in diesem diesem Bereich, den ich nicht öffnen kann. Und hier haben wir eine Chronik von Arkham. Interessant, wusste ich auch nicht vorher. Nennt mir immer wieder was Neues dazu. So, komme ich jetzt hier auch so mit dem Leinlunch raus? Nee, wahrscheinlich nicht. Hält sich noch nicht mal daran fest. Egal. Müssen wir halt nur ein bisschen hochklettern, um hier rauszukommen. So, lass mal schauen. Ja, haben wir noch diesen Ratcatcher. Ach so, wartet mal. Vielleicht ist das noch was anderes. Ah, der. Könnte auch ein Dingens drüben sein. Tonband. Und dann bleibt immer noch die Frage, wo in diesem einen Kletterbereich war diese Trophäe. Ich hab's noch nicht gerallt. Gut, gucken wir uns das auch nochmal an. Der Bats jetzt davor hockt, ist es ein bisschen schwer auszumachen. So, mal gucken jetzt. Bewegt sich um diesen Eckpunkt herum. Bin ich schon vorbei? Ja. Zurück. Hier soll es aber sein. Na gut, machen wir später. Müssen hier eh nochmal zurück danach. Wenn wir die Pflanze haben, von... Hey, leck mich, Fledermaus! Wir haben den Strom angestellt! Du bist da gefangen! Ja, jetzt bist du nichts Besonderes. So, könnte auch hier sein, ne? Wieso kommst du nicht rüber und stoppst uns? Ich glaube, er hat Angst. Ich glaube, du hast recht. Angst vor ein bisschen Wasser. Was für ein Mädchen. Da oben könnte ich auch mal gucken, ob ich dann irgendwie langkomme. Ja, du sagst es. Aber jetzt erstmal Besuch für euch. Was macht er? Hopp! Und voll auf die Zwölf! Okay, dann müssen wir das später machen. Jetzt gehen wir erstmal raus hier. Jetzt aber raus hier. Joker hat recht, ich habe jemand gefunden.
Während du da machst. Komm mit. Hey, geh von mir um! Sehr schön. Was zum? Ich bin sicher, es kam von da. So, jetzt verwirre ich euch erstmal ein bisschen. Will denn keiner das Ding ab? Mann, dann gehe ich eben. Komm schon, wo bist du? Ach, zur Hölle damit. Ja. Und mehr. Und wo das herkommt, gibt's noch mehr, genau. Gut. Er hat zwei von euch ausgeschaltet. Findet ihn. Während die umgefallen sind, hau ich dir. Weg. Hast du nicht gesehen? Und alles Gute von oben. So. Na, wo willst du hin? Komm her. Ich hau dich. Gut's nicht, ne? Nee, brauch ich nicht. Und wir gehen raus, oder habe ich hier noch ein Rätsel? Nee. Ich bin hier tot. Ich will nicht, dass er wieder meine Babys verletzt. Unglaublich, dass du die Arme meinen Beinen in den Garten gelassen hast. Sieht doch so traurig aus. Ach, Joker, ey. So, hier sind noch zwei Sachen nicht erledigt. Aber kein Rätsel, okay. Wo soll ich gucken auf deiner Seite? Ach, hier lag einfach ein Patientengespräch. Damit haben wir alle von Poison Ivy. Was ist noch hier? Irgendwas. Riecht da vorne? Ach, nur ein Jokerzahn. Oh shit, was geht ab? Ich hab mir ein wenig Titan gegeben. Oh, ich muss sagen, die Ergebnisse sind etwas anders. Soll ich ihr noch eine geben? Ich glaube, sie will es. Sie nennt dich nicht umsonst Ivy, oder Liebling? Ehrlich gesagt hatte ich auf eine 10 Meter hohe Killerpflanze gehofft. Aber man bekommt nicht immer, was man will. Ah, hier ist eine Chronik, die sollte ich suchen, okay. Ich frag mich aber, ob ich an die Joker-Szene auch noch rankomme. Joker, Joker, ey, du kranke Sau. Was hast du mit Poison Ivy angestellt? Okay, hier haben wir doch einen Joker-Zahn noch kaputt gemacht. So. Nice, jetzt Party hier auf Arkham Island. Holy Crap, was ist das für eine Killerpflanze? Titan muss auf Ivy eine Fütter mich, Seymour! Ihre Pflanzen wachsen. Bald sind sie nicht mehr kontrollierbar. Ja, ich würde... Aus, als ob die Pflanzen weiter mutieren. Genau, macht natürlich Sinn, an einer Killerpflanze rumzuspielen. Wo ist Mario, wenn man ihn mal braucht, um auf so eine Pflanze zu hüpfen? Ivy letztes Jahr bei ihrem Angriff auf Gotham verwendet hat. Sie sind tödlich. Hier ist Super Bats.